begrüße hier im Studio Frau Rita Pahl, ein Medium, was uns ihre Arbeit vorstellen möchte, erläutern möchte. Überhaupt möchte ich eigentlich von ihr wissen, was ist das, was macht sie und was für ein Klientel hat sie? Ja, dann habe ich gleich die erste Frage. Ja, hallo. Hallo, und zwar als Medium. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, ein Medium ist quasi eine Vermittlerin zwischen dieser und der jenseitigen Welt. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen jetzt zu mir, möchten gerne einen Jenseitskontakt. Und als Medium bin ich in der Lage, einen Jenseitskontakt herzustellen. Ja, was heißt jetzt für mich ein Jenseitskontakt? Zum Beispiel mit meiner Verwandtschaft oder was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, ist zum Beispiel, Sie haben einen Angehörigen, der verstorben ist, sehr plötzlich, über einen Unfall, Selbstmord, was auch immer, vielleicht auch Krankheit, Herzinfarkt. Sie konnten sich nicht mehr verabschieden und haben aber das Bedürfnis, doch nochmal mit der Seele sprechen zu wollen. Mhm. Vielleicht gibt es ungeklärte Dinge, ja, Probleme, die noch da waren. Die Seelen erzählen das dann. Ja? Also die sagen genau, erstmal kommen die, ich kann sehen, wie die aussehen, wie sie vielleicht heißen, dass sie mir einen Namen nennen, an was sie gestorben sind. Und dann hinterlassen sie den Hinterbliebenen die Botschaften. Also ich kann mir jetzt so vorstellen, sie kommunizieren mit den Verstorbenen. Ist richtig. Mhm. So hatte ich mir das jetzt nach das Ihrer Erläuterung vorgestellt. Kann man das auch auf mein Leben beziehen, wenn ich jetzt als Kundin oder so zu Ihnen komme? Kann ich auch was über mein Leben erfahren? Ja, ganz sicherlich. Ich mache ja auch Hellsehen. Ich gehe in die Vergangenheit, in die Gegenwart und die Zukunft. Das heißt aber, das sind nur Zukunftstendenzen. Die Vergangenheit finde ich deshalb so wichtig, weil wenn Sie als Kind ein Trauma erlebt haben, verläuft es quasi ein Leben lang unterbewusst mit. Und diese Blockade nehmen Sie ein Leben lang mit. Und wenn Sie das erkennen können, dann kann sich dadurch was lösen. Also kann sich die Blockade lösen. Ja, also Sie müssen sich jetzt vorstellen, ein Kind zum Beispiel, das ein Trauma erlebt, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, das macht zu, das Unterbewusstsein. Warum macht es zu? Ganz klar, weil es natürlich vergessen will. Als Schutz, stelle ich mir das jetzt genau, vor. Genau, als Schutz. Ja, will vergessen. Und irgendwann mit 40, 50 Jahren kriegt die betroffene Person Panikattacken. Nur als Beispiel jetzt. Und kann sich überhaupt nicht erklären, woher kommen jetzt die Panikattacken. Weil im Grunde genommen geht es mir gut, ich habe eine gute Ehe, ich habe genug Geld und so weiter und so fort. Und das ist dann in der Kindheit oftmals zu finden. In dem Fall wäre es dann also die Vergewaltigung. Das ist natürlich sehr heftig. Genau. Und das ist aber sehr wichtig zu erkennen, damit man sagen kann, okay, daran arbeiten. Und dann kann sich das auch auflösen. Praktisch. Genau. Also die Problematik anfassen, sag ich mal, und langsam abarbeiten und in eine, sag ich mal, schönere Zukunft umwandeln. Ja, auf alle Fälle. Weil ich meine, ich kann ja auch erst etwas auflösen, wenn ich weiß, um was es geht. Natürlich, die Kindheit ist eine ganz entscheidende Geschichte, ganz klar. Und natürlich sind oftmals auch mehrere Punkte. Ja? Man kann es nicht vielleicht auf einen Nenner nur bringen. Aber im Grunde genommen bin ich dann in der Lage, das aufzulösen. Boah, ja? Das ist natürlich ein super Hilfsmittel. Natürlich. Was Sie jetzt Ihren Klienten oder Kunden bieten, um an sich zu arbeiten. Und weil man bezieht es ja vielleicht auch auf körperliche Defekte. Natürlich. Ja? Ich sag mal, für mich haben fast alle Sachen psychische Ursachen. Das ist auch so. Das ist auch tatsächlich so, weil die Seele, also man weiß ja aus der Wissenschaft, das Gehirn vergisst keine Sekunde, keine einzige Sekunde im Leben. Und das wird einfach in unser Unterbewusstsein gedrängt, damit wir auch überleben können. Ja, und damit umgehen. Ich stelle mir das jetzt gerade bildlich so vor wie ein Großcomputer. Richtig. Ja? Richtig. Dann habe ich Sie richtig verstanden. Genau. Es ist natürlich dann immer die Sache, ob ein Mensch auch bereit ist zu arbeiten. Ja, aber ich denke mal, wenn der schon bei Ihnen ist, dann möchte er ja schon sich bewegen oder er sucht schon Erlösung. Die meisten auf alle Fälle. Ja, die meisten auf alle. Natürlich gibt es auch Klientel, die sagen, das ist mir zu heikel, ich möchte da gar nicht dran. Okay. Aus Angst, ja. Aber die meisten auf alle Fälle, ja. Und schon alleine das Erkennen des Problems, ja, also das ausgesprochen, wo die dann sagen, oh, Frau Pahl, das stimmt, ich bin vergewaltigt worden.
Oder ich bin eingeschlossen worden in den dunklen Keller, immer wieder als kleines Kind. Oder ich bin auch seelisch grausam behandelt worden. Ja? Dann ja, kommt es so langsam von wieder. Von den Mitmenschen, sag ich genau. mal, von anderen Kindern vielleicht genau. sogar angegriffen Ganz genau. worden, psychisch belastet. Genau. Ja? Es spielen ja so viele Faktoren eine Rolle da drin. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Kunde, sag ich mal, einfach so zu Ihnen komme? Wie würde sowas ablaufen? Kann ich da die Fragen stellen? Wie kommunizieren Sie? Können Sie mir das vielleicht mal bildlich erklären? Ja, im Grunde genommen brauchen Sie erstmal gar keine Fragen stellen, denn Sie kommen, Sie vereinbaren mit mir einen Termin und dann kommen Sie und was ich ganz gerne habe, ist, dass Sie Fotos mitbringen, auch von Angehörigen, weil ich mich dann in diese Person hineinbegeben kann, wie die fühlen, was dahinter steckt, warum die so agiert haben, was Sache ist. Und im Grunde genommen erzähle ich Ihnen ja erstmal aus Ihrem Leben. Aus der Vergangenheit und Gegenwart, weil Sie wollen ja was von mir hören. Mhm. Und zum Schluss sicherlich können Sie auch Fragen stellen. Das ist also sehr interessant, der ganze Ablauf mal, dass man einen Einblick in Ihre Arbeit überhaupt hat. Noch eine Frage, wie bekommen Sie diese Informationen? Sie nehmen mit diesen Verstorbenen Kontakt auf oder... Die fallen ja nicht vom Himmel. Na gut, das sind ja aber zwei verschiedene Geschichten. Jenseitskontakte und Hellsehen. Ja. Im Grunde genommen ist es immer wieder ein Arbeiten mit der geistigen Welt. Und da gibt es bestimmte Rituale, die man auch macht als Medium, um sich zu schützen vor Fremdenergien und so weiter. Ja. Und im Grunde genommen ist es aber immer wieder, wie gesagt, eine Arbeit mit der geistigen Welt. Mhm. Und das Hellsehen ist eine Stufe und der Jenseitskontakt eine andere. Mhm. Ja, also aber das wird ja oft in einen Topf geworfen. Nein, das ist es aber ja, nicht. Ja, das sind ja zwei verschiedene Wege. Ja, zwar immer die Arbeit mit der geistigen Welt, aber Jenseitskontakt oder Hellsehen. Mhm. Oh, dann habe ich ja jetzt schon einen großen Einblick bekommen. Ich habe gehört, Sie geben auch Seminare. Ich gebe auch Seminare, wo man übt über Jenseitskontakte und Hellsehen, damit man das herstellen kann. Also kann ich als Unbedarfter zu Ihnen kommen und an so einem Seminar teilnehmen und es könnte sein, dass ich hinterher irgendwas davon vielleicht kann? Das ist richtig. Also viele Menschen sagen, ich kann das gar nicht und die wissen das gar nicht, dass sie es können. Es ist natürlich so, Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie jetzt ein Maler wären. Oder Sie möchten jetzt unbedingt wie Picasso sein. Das wird nicht der Fall sein, auch nach mehreren Stunden nicht. Ja. Also ich denke schon, dass ein Mensch irgendwo das mitbekommen hat. Ja, er hat vielleicht mehr Feingefühl. Er spürt vielleicht selber mehr. So kann ich mir das jetzt vorstellen. Genau. Oder er hört mehr auf sich. Genau. Weil ich meine ja, man kriegt ja gewisse Dinge, dreh da um, mit dem Auto zum Beispiel. Genau. Macht man das, ist vielleicht gut. Macht man das nicht? Ist vielleicht nicht so gut, ja, dass die Personen wieder selber auf sich mehr hören, auf ihr Inneres. So habe ich Sie jetzt verstanden. Das ist die Intuition, genau, die auch ganz wichtig ist beim Hellsehen und beim Jenseitskontakt. Das ist eine Intuition. Also auch. Sie wecken die praktisch. Genau, genau, genau. Und das kann man nur wecken, das machen auch alle amerikanischen und englischen Medien, indem man übt. Mhm. Und da wir dann in der Gruppe sind, wird es geübt. Ja. Dabei ist es aber noch so, dass ich auch Meditation mache. Also Lichtenergie über Lichtarbeit und auch eine Aufarbeitung über Angst, Wut und Trauer. Ja, das ist ja das ist dann das einfach das Thema. Das kommt Angst. Dann mit dazu. Denn ich habe ja auch eine Blockade, eine spirituelle Blockade, wenn ich irdisch nicht klarkomme. Mhm. Ja? Ja. Also muss ich erstmal versuchen, das aufzulösen. Ne? An mir arbeiten. Mhm. Das Leben heißt Arbeit an sich. Ja, schöne Arbeit. Naja, die ist sehr schwer, also von dem abgesehen. Ja, aber das Einfachste scheint oft sehr schwer. Ich denke mal, da wir haben alle irgendwelche besonderen Fähigkeiten mitgegeben bekommen, man müsste sie nur wegkennen. Genau. Genau. So stelle ich mir das definitiv jetzt vor. Es ist ja auch schön, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Hobby haben, wie malen oder musizieren. Mhm. Das ist ja auch Seelenbalsam. Ja. Und bei vielen Menschen ist es auch so, wenn die zum Hellsehen kommen, dass ja, mein Gott, als Kind haben sie unglaublich viel Klavier gespielt zum Beispiel. Warum machen sie es nicht mehr? Ja, sie haben eigentlich recht, warum mache ich es nicht mehr? Ja. Weil von außen auch viel, wird einem ja viel aberzogen. Und genau. Das macht man nicht in die Schiene. Man wird ja im Prinzip in so ein Kästchen gesteckt als Standardmensch. Das sind wir ja aber alle nicht. So ist es. Ja, so sehe ich das Ganz jetzt genau. zum Beispiel. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich war ungefähr 16 Jahre alt und ich hatte eine Schwester, die mit 5 Jahren an ihrem Geburtstag gestorben ist. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich ein Jahr alt. Aber 15 Jahre später ist sie mir begegnet dann. Ja, und ich dachte natürlich, dass ich spinne, klar. Wie kann sowas sein, dass ich meine verstorbene Schwester sehe? Aber im Laufe der Zeit, dann sind immer mehr Verstorbene gekommen und ich habe dann einer Freundin gesagt, hier hinter dir steht jetzt deine Großmutter, die sieht so und so aus, die sagt dir das und das. Und so hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt. Mhm. Also leider gab es damals noch keine Medien, die Jenseitskontakte gemacht haben oder wo man hätte Seminare besuchen können. Also ich war vollkommen hilflos eigentlich mit der Situation. Ja. Und ich meine, ich war 16 Jahre alt auf dem Dorf. Sie können sich vorstellen, die haben alle gesagt, die ist verrückt. Spinnt. Ja, die spinnt, ja. Ja. Ganz dass klar. Dass man das überhaupt bei ihnen hat durchgehen lassen und nicht, das ist ja bei vielen aberzogen worden. Ja, das ist ja schon eigentlich sehr positiv. Ja, also ich habe das gleich meiner Familie erzählt und die standen auch hinter mir. Ja. Wir wussten ja auch, dass ich da jetzt nicht verrückt sein konnte. Ja. Oder also das war ihr Weg, der vorbestimmt war, sehe ich. Natürlich hatte ich ja auch andere Berufe und wollte das zuerst mal gar nicht annehmen. Das muss ich auch dazu sagen. Aber wie das so ist im Schicksalshaft, irgendwann kommt man doch dazu, was genau seine Berufung genau ist. Der Beruf genau als Berufung. Das wäre ja eigentlich der Weg wieder für alle. Alle, genau, die hier auf diesem Planeten genau leben. Ich meine, natürlich ist die Arbeit als Medium sehr anstrengend. Das sieht alles sehr einfach aus, sehr easy aus. Es kostet enorm viel Kraft. Mhm. Ja? Also man darf das nicht unterschätzen. Also so eine Stunde Sitzung, da ist man wirklich geschafft. Mhm. Ja? Ich sehe das auch so. Sie nehmen das praktisch nicht an von Ihren, sage ich mal, Kunden, weil das wäre ja sonst auch eine massive Belastung für Sie. Absolut, ja. Man muss sich abgrenzen können. Ja. Ja, man muss Sie sagen, das ist sein oder ihr Leben oder genau, das Schicksal, das vorausbestimmt worden ist. Dann habe ich eine persönliche Frage. Es gibt Fixpunkte im Leben. Was sagen Sie dazu? Das ist richtig. Das sehe ich genauso, dass es Fixpunkte gibt, aber zwischendurch wir unsere eigene freien Willen haben. Mhm. Also das heißt, wir können uns selbst entscheiden, gehen wir jetzt rechts oder links. Oder bleiben wir stehen. Genau. Und es ist auch nicht so, dass wenn Klienten kommen und denken, na, die Hellseherin, die ist wie ein Gott. Die sagt mir jetzt alles und ich muss nur noch so und so handeln. Das ist vollkommen falsch. Wäre für mich ja auch eine Manipulation. Absolut. Und das geht gar nicht. Aber es ist ja sehr speziell, wie Sie damit umgehen. Weil ich sag mal, es setzt sich ja auch bei dem Kunden was fest. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Information von Ihnen erhalten würde, im Straßenverkehr vorsichtig sein. Ich würde vorsichtig sein. Ich würde weiterhin so fahren wie jetzt, aber schon drauf achten. Aber bei anderen entsteht vielleicht eine Angst. Kann das sein? Sie müssen ja ganz sensibel, weil es sind ja heftige Daten, wie ich jetzt mitbekommen habe, die Sie übermittelt kriegen. Mhm. Ja, da muss man ja so behutsam und sensibel mit umgehen. Ich denke mal, deswegen können das auch nur ganz bestimmte Personen, weil die das Feingefühl dafür haben. Ja, das ist schon richtig. Und was bei mir bedeutend ist, denke ich, dass ich sie fühlen kann. Also in dem Moment, wo ich Bilder reinbekomme, kann ich sie mitfühlen. Ich weiß, was ich ihnen sagen kann und was nicht. Sehr gut. Und ich fühle sie. Also zum Beispiel, es kommt ein Kunde zu mir, der lacht, der fröhlich erscheint. Und er setzt sich und ich fange an und ich sehe, ja, der wollte sich gerade das Leben nehmen. Ja. Ja, also zum Beispiel. Und dann kann ich dementsprechend erstmal langsam an ihn rangehen. Ja? Ja. Und ihm erstmal so ein paar Dinge erzählen aus seinem Leben, warum er jetzt gerade depressiv ist und so weiter. Ja? Das halte ich für sehr wichtig. Ich auch. Ja? Ja. Also dieses Hellsehen, Hellfühlen, Hellhören brauchen Sie ja sowieso, um einen Jenseitskontakt herstellen zu können. Aber beim Hellsehen ist es wichtig, dass ich den Menschen fühle. Jetzt kann ich es nachvollziehen, was Sie mir da gerade übermittelt haben, weil es wird ja oft in Verruf gebracht.
Ich bin mal ganz ehrlich, ja. Das sind Spinnerte, das sind, die wollen sich wichtig tun, die wollen den Leuten das Geld aus der Tasche. Wir reden einfach mal Fakten, ganz ja. Sicher, ja. Jetzt habe ich ein Verständnis dafür und kann es auch nachvollziehen. Also ich habe ein gutes Bauchgefühl, ja. Aber es ist ja auch sehr durch die Medien auch gerade in Verruf gebracht. Absolut. Worden. Und es gerechtfertigterweise, muss man sagen. Leider ich Gottes. Ich sag mal, die Gute leiden mit. Ja, eben. Ja? Es ist natürlich so, dass erstens mal, ich sage ja, diese Stunde, das ist sehr kraftaufwendig, also wirklich. Und natürlich will jeder leben und man soll auch leben und leben lassen. Aber was zum Teil geboten wird, das ist ja wirklich lächerlich. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, übermorgen wirst du deinen Mann kennenlernen. Und das geht nicht. Ja, da muss man wirklich seriös bleiben und sagen, hier, ich kann dir eine Richtung zeigen, eine Richtung geben, aber mehr geht auch nicht. Und du musst es machen. Genau, und du musst dich bewegen, dahin. Ja. Es ist natürlich ganz anders beim Jenseitskontakt. Mhm. Beim Jenseitskontakt ist es so, dass sie ja die Personen beschreiben, auch an was sie gestorben sind zum Beispiel. Und welche Botschaften sie übermitteln, dass sie das gerne gearbeitet haben, dies gerne gemacht oder musiziert oder was auch immer. Mhm. Also das sind ja Fakten, die müssen stimmen. Das wissen ja die Hinterbliebenen. Genau. Ne? Das ist ganz anders wieder beim Hellsehen. Mhm. Ja? Aber das finde ich ja so schön beim Jenseitskontakt auch. Da gibt es kein Wenn und Aber. Genau, das sind Fakten. Das sind Fakten. Ja. Ja? Natürlich beim Hellsehen kann man sagen, okay, die Vergangenheit stimmt ja, was sie mir erzählt. Und sie ist ja fremd. Also woher soll sie es wissen? Mhm. Ja? Aber das finde ich einfach das Tolle, weil da sind Fakten da beim Jenseitskontakt und da gibt es halt kein Hin und Her. Sehr gut. Ja? Und ich denke, was Sie jetzt nochmal gesagt haben, auch was da so angeboten wird. Na klar, der Markt ist riesig. Es wird sehr viel Mist angeboten. Es gibt sehr viele gute Kollegen und Kolleginnen von mir, definitiv. Aber es gibt halt auch ganz viele, ja, auch negativ. Und ich meine, wenn heute jemand sagt, morgen werde ich Wahrsagerin, Hellseherin, das geht halt nicht. Ja. Ja, es geht halt leider nicht. Wie darf ich mir Ihr Publikum, Ihr Klientel vorstellen? Von, sag ich mal, den normalen Arbeiter bis zur Schauspielerin? Absolut, absolut. Es ist alles vertreten. Mhm. Ob Manager, ob die Reinemachefrau, ob der Handwerker, der Arzt, alles vertreten. Dann merken Sie jetzt an der Zeit, ich merke in der Zeit jetzt einen Wandel. Ja, einen starken Wandel. Bei den einen wird das Kapital mehr, bei den anderen wird es weniger. Den einen wird es genommen, den anderen wird es gegeben. Es ist alles ein Umschwung in der Zeit, merke ich. Also ich sehe es am Einkaufsverhalten und. Merken Sie das an Ihrem Publikum auch, dass Sie jetzt verstärkt zu Ihnen kommen? Weil ich sehe, die Leute sind verunsichert durch den ganzen Kapitalmarkt, durch die ganze Finanzlage, durch diese ganzen Wirtschaftskrisen. Mhm. Durch die Informationen aus dem Ausland und. Merken Sie das? Wenn ich ehrlich bin, nein. Nein, also ich habe den gleichen Zulauf wie früher auch. Mhm. Also und natürlich ist die Sorge da. Ja. Ja. Ich meine die Kluft zwischen Arm und Reich, ganz krass. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt verstärkt die Angst der Leute spüre. Mhm. Ich meine, der Druck wird enorm groß. Mhm. Das spürt man natürlich. Ja. Jetzt gucken Sie die psychosomatischen Kliniken an. Die sind überfüllt, man hat Wartezeiten. Mhm. Ja? Also ich meine, Probleme und Sorgen hatten die Menschen halt schon immer. Und natürlich, früher ging man mehr zum Pfarrer, in die Kirche, vielleicht auch zum Psychotherapeut, ja, immer noch, das ist auch wichtig. Ja, auch früher wie Art Seeherin in jedem Dorf eigentlich. Ja, natürlich. So, man hat Ratefrau dazu gesagt oder Kräuterhexe oder, oder. Naja gut, früher war es auch im alten Ägypten so, schon die alten Ägypter ja ihre Seher, ja. Und es ist natürlich, man muss wirklich, wissen Sie, man darf nicht abheben, auch nicht in unserem Bereich. Also, immer noch irdisch, bitteschön, bleiben. Ja? Ich zum Beispiel mag auch die Wissenschaft sehr. Ich finde es hochspannend. Und ich denke, dass Wissenschaft und Spiritualität eins auch sind. Das ist ein Kuchen, ja? Und das ist ein Stück von jedem. Ja? Und ich meine, man kann jetzt nicht da vollkommen abschwirren und irgendwo spirituell. Oftmals ist es auch so, dass Menschen, die ganz stark von sich behaupten, spirituell zu sein, leider Gottes, das Gegenteil. Leben. Ja, leben, sag ich genau, jetzt, richtig. Von außen her, ja, genau. Weil das habe ich oft beobachtet, gerade Sie meinen, Sie wären oberspirituell und oberschwebend,
Und, ja, aber dem Bettler nichts zu geben, der dann irgendwo sagt, ich sag mir doch mal. Die Menschlichkeit, die Liebe, die Freundlichkeit, ja, die sollte auch nicht vergessen werden. Um was geht's denn eigentlich wirklich? Es geht um Liebe. Mhm. Also, ja. Mehr braucht man dazu ja, nicht wer, zu wer sagen. Wer das aussendet, ist, wie man in den Wald reinruft, so genau. Kommt es ja eigentlich auch auf einen zurück. Genau, ja? Genau. Ob das jetzt Mensch ist, Tiere sind, Natur ist, ja. Es geht um Liebe. Mhm. Und wenn ich Liebe weitergebe, dann kann eigentlich nichts passieren. Ich als Kind, ich brauche Liebe, um wachsen zu können. Ja. Ja? Und diesen Halt zu haben. Und dann bin ich auch nicht so schnell aus der Bahn zu werfen. Es geht um Liebe. Mhm, ja. Genau. Und nicht nur die Liebe zum Partner, ja, was ja auch eine tolle Liebe sein kann, ja. Ohne Zweifel. Aber es geht um die gesamte ja. Liebe. Ja. Mhm. Und wenn ich das spüre, genau, wenn ich das in mir spüre, dann kann ich trotz vieler Schicksalsschläge sogar trotzdem noch mich aufrecht halten. Und die Liebe aussenden. Genau, genau. Und wenn ich weiß, dass es da eine geistige Welt gibt, die mir Halt gibt, wo ich diesen Halt finden kann. Gucken Sie in der Meditation, was da passiert. Mhm. Ja? Dann brauche ich mich nicht zu sorgen. Genau, das sind ja die Ängste eigentlich genau. Nur, wo, sag mal, viele drüber gesteuert werden oder sich genau. Drüber steuern lassen. Genau. Ja? Und da sind Sie ja also ein gutes Hilfsmittel. Eine Hilfe sehe ich Sie zur Selbsthilfe. Ist so, das korrekt? Das ist vollkommen korrekt. Gerade auch beim Hellsehen. Und beim Jenseitskontakt ist es ebenso wichtig, denn wenn ich so trauere, was ja auch wirklich schrecklich ist, einen Menschen zu verlieren, ein Kind zu verlieren, ja, also es ist wirklich schlimm. Und in meiner Trauer dann aber doch einen Trost finde, dass es doch ein Leben nach dem Tod gibt, ja, es ist wunderbar, ne? Ja. Es gibt einen den Halt, ne? Gibt einem so viel wieder an Kraft zurück, weil genau. Vielleicht man konnte sich nicht mehr verabschieden oder genau. Ja, es werden ja auch viele einfach aus dem Leben gerissen. Es hat zwar für mich auch einen Grund, ja, dass sie dann gehen. Sicher, aber das die ist sehr schwierig, ja. Die können das sehr schwer nachvollziehen. Natürlich. Weil die sitzen in einer ganz anderen tiefen Trauer. Natürlich. Ja, und das ist natürlich fantastisch, dass sie denen weiterhelfen. Natürlich ist die Trauer wichtig, ne? Ohne ja. Frage. Ohne Frage ist die Trauer wichtig, aber es ist auch wichtig, den Verstorbenen dann gehen zu lassen. Ja. Ja. Das meine ich nicht damit, dass man ihn vergessen sollte. Ganz im Gegenteil, den wird man nie vergessen. Mhm. Aber loszulassen dann, ja. Ja? Und zu verstehen, okay, das ist jetzt sein Weg gewesen. Er ist ja? Im Übergang, er ist da, wo er jetzt ist, ist er gut aufgehoben. Genau. Da möchte er auch sein. Genau. Ja, und dann möchte Hab er weiterhin. Ja, natürlich. Und er möchte auch glücklich sein, weil er ist ja noch mit der Familie. Mhm. Ja, weil Energie, ich sag mir, für mich ist Energie immer existent. Die bleibt. Genau. Ich kann keine Energie genau. Vernichten. Genau. Und dadurch, dass er immer da ist und möchte eigentlich auch, nicht nur eigentlich, er möchte, dass die Familie weiterhin glücklich ja. ist. Ja, also ich meine, wenn er jetzt auswandert in ein anderes Land, dann hat er ja auch noch Kontakt und er möchte ja auch nicht, dass die Familie daheim sitzt und nur weint. Mhm. Ja, das ist natürlich im Anfang einer Trauer ganz, ganz schwierig, ganz klar. Ja. Aber wenn man dann den Trost bekommt, Mensch, meine Lieben, die leben weiter und oftmals besser als wir. Ja. Ja? Die lieben zum Beispiel wirklich Musik und Humor. Mhm. Ja, die sind lustig. Wenn einer zu Lebzeiten lustig war, dann ist er da auch lustig. Und vielleicht stellt mir jetzt gerade bildlich vor. Ja, also wir haben schon oft gelacht. Ja, ja, also das ist ja auch schön. Ja, natürlich. Ja, das befreit ja. Natürlich, auch natürlich. Ja. Ja. Oder es gibt zum Beispiel auch Mordfälle, ja, die ungeklärt sind, wenn dann die Kunden zu mir kommen. Und was sie dann detailliert erzählen, das ist schon unglaublich, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist ein ganz anderes Thema. Ich denke mal, da sollten wir nochmal eine Extrasendung mit Ihnen drüber machen, weil da habe ich auch von Ihnen schon Dinge sind an mich rangetragen worden, die fantastisch sind und ich denke auch für unsere Zuschauer sehr, sehr interessant rüberkommen. Kann man so eine Sitzung bei Ihnen, sag ich mal, kann man die direkt jetzt buchen? Man kontaktiert Sie per Mail, per Telefon. Wie bekomme ich jetzt zu Ihnen Kontakt? Ja, Sie rufen mich an. Mhm. Also es gibt auch eine Internetseite, ja. www.ritapal.de. Dann können Sie meine Adresse finden und die Telefonnummer. Und Sie rufen an und wir machen einen Termin aus und Sie kommen. Perfekt. Das werde ich doch mal in Anspruch nehmen. Ich gerne, denke mal, das gerne. Sollte man mal live vor gerne, Ort gerne, erleben. Gerne, ob gerne. Ich mich so vor den Zuschauern öffnen kann, weiß ich noch nicht. Ja, ich muss dazu sagen, es geht schon wirklich sehr tief. Tief.
Also ja, auch persönlich. Ja, natürlich. Aber es betrifft ja mich absolut persönlich. Ja, es ist schon wirklich so für die Öffentlichkeit, ja, müssen Sie natürlich entscheiden. Aber es geht schon wirklich tief. Ja, vielleicht finden wir jemanden, der Interesse dran hat, auch auf diesem Wege, vor der Kamera, ich sag mal, die brisanten Themen, können wir sehen, wie wir es machen. Ja. Aber dass man die leichten Sachen doch wirklich präsentiert, weil ich hätte da wirklich gerne jemand Unabhängigen, der bei der Rita Pahl so eine Session macht. Ja, so, Frau Caponegro, also zuerst möchte ich Ihnen mal sagen, dass ich natürlich nicht bestimmen kann, wer kommt. Wenn jemand aus der jenseitigen Welt mit Ihnen sprechen möchte, dann kommen die auch und zeigen sich mir, ne? Und ich beschreibe die dann. Und wenn sie dann sagen, ja, wenn ich sie beschreibe, dass das auch so stimmt in etwa. Ne? Okay. Okay? Ich brauche einen ganz kurzen Moment, um mich mit der geistigen Welt in Verbindung zu setzen. Ich bete da auch und spreche mit der geistigen Welt sozusagen und bitte halt um diese Verbindung. Und das können Sie gerne auch tun, dass der oder derjenige, der zu Ihnen kommen will, dass Sie sagen, bitte komm doch. Ja? Also es sind mehrere Personen, die hier sind. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass hier ein Mann ist, der ist noch nicht so alt. Ich schätze mal so ein bisschen um die 50. Und er ist hier jetzt sehr dünn und hat auch ein bisschen weniger Haare. Und er sagt mir irgendwie, ich meine zu hören, dass es Ihr Vater ist. Kann es sein? Haben Sie Ihren Vater in der geistigen Welt? Okay. Der Vater sagt mir, dass er sehr krank war. Und er hält sich den Bauch. Hat er irgendwas im Bauch gehabt? Ja, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Okay. Aber er ist nicht so lustig oder nicht so, also er ist eher ein bisschen trauriger, weil er sagt mir, ich soll Ihnen sagen, dass es ihm leid tut. Er möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Okay. Weil, also... Ich meine so, weil er sagt, es war sehr ungerecht. Ja. Kann es sein? Ja, sehr. Er hat auch manchmal zu viel getrunken. Ja. Also er hat ein Problem mit Alkohol gehabt. Ja. Ne? Und es war auch so, dass oftmals Gewalt da war. Ne? Ja, auch. Also auch Schläge. Ne? Ja. Es tut ihm leid. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen. Und zwar sehe ich einen jungen Mann. Also es ist, was ist ein Kind? Und dieses Kind ist ungefähr so, es ist sehr schwierig manchmal zu sagen, so 10, 11 Jahre müsste der alt sein. Das ist ein Junge. Mhm. Sagt Ihnen was? Ja, das sagt mir was. Der sagt auch sehr, ich liebe dich. Und er sagt, Mama, ich liebe dich. Er sagt, dass er sehr froh ist, dass Sie hier sind und dass er Sie sehr, sehr lieb hat. Ihr Sohn ist... nicht krank gewesen. Ne? Nee, nicht, er war nicht krank. Ne? Er sagt mir etwas von einem Unfall. Ja. Geht's? Dem geht's gut. Das ist schön. Ja, der lacht. Der hält sie auch hier ganz fest. Er steht hier. Er sagt, Mama, das ging so schnell. Das muss sehr schnell gegangen sein. Und er zeigt mir etwas von Fallen. Und er hält auch den Kopf fest. Ja. Er sagt, Mama, der Kopf. Der ist aus dem Fenster gefallen. Auf den Kopf. Und war da im Krankenhaus, war gehirntot. Mit 12 Jahren war das. Er war 12? 12.
Ja, ich wusste nicht, so 11, 12, sowas, ja. Ihr Junge ist ein Schlanker. Ja. Und hat eher so dunkelblonde Haare, würde ich sagen. So ja. Kurze dunkelblonde Haare, stimmt das? Ja. Ein ganz lustiger eigentlich, ein ganz lieber, aufgeschlossener. Ja, war sehr lieb. Mhm. Sehr beliebt, auch bei den anderen. Er sagt mir, dass er nicht mehr leiden musste. Und sagen Sie mal, haben Sie noch eine Tochter? Ja. Der will mir nicht was sagen, warten Sie mal. Okay. Sie sollen die Tochter, also die Schwester, ganz lieb grüßen. Und Sie sollen ihr sagen, sie hätte keine Schuld. Okay. Können Sie damit was anfangen? Ich weiß jetzt nicht, warum Schuld oder nicht. Ach, Schuld. Die haben ein Zimmer zusammen gespielt. Die haben ein Spiel gemacht, berühr den Boden nicht. Ja. Das Fenster war auf, aber es war nur so ein Fliegengitter davor. Mhm. Und dann sind die immer gesprungen auf dem Bodenbett. Und vor dem Fenster war so ein Drehstuhl und er ist da drauf gesprungen, dass einer den Boden berührt. Ah, okay. Und hat aber das Gleichgewicht verloren und ist aus dem Fenster gefallen. Ah, okay. Und sie hatten da gestanden und... Wie alt war denn Ihre Tochter da? 9. Oh ja. Aha. Und wie alt ist sie heute? 20. Okay. Sagen Sie ihr einen ganz lieben Gruß, weil ich hatte das Gefühl, oder so wie er es mir gesagt hat, dass sie irgendwie Schuldgefühle hat. Der steht hinter Ihnen, dem geht es wirklich sehr, sehr gut. Schön. Ja. Und er will auch, dass Sie glücklich sind, ja, dass Sie nicht mehr so leiden, ja. Er sagt mir, Sie haben auf dem Speicher Sachen von ihm gelagert, stimmt das? Ja. So Kisten? Ja. In einer Kiste, sollten Sie mal gucken, da ist ein Kettchen drin. Mhm. Aber ich weiß, dass er sagt, das ist eine Kette und das ist so ein kleines Medaillon und da ist was drauf und das sollen Sie anziehen oder bei sich tragen. Ihr Sohn hat, wie fast viele Kinder, gerne Jeans getragen, zeigt er mir, und auch so Shirts. Aber zum Schluss so im Sarg sehe ich was anderes, beziehungsweise der muss ein Shirt angehabt haben, so was Helles, aber irgendwie ist die Hose irgendwie anders. Das ist so, ich weiß nicht, hat er eine Jogginghose angehabt oder was? Ich habe eine Jogginghose anziehen lassen, ja. Sie sind so eine Zeit lang nicht so oft ans Grab Ihres Sohnes. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Der sagt mir, dass Sie da keine Schuldgefühle haben sollen. Es wäre nicht schlimm. Er würde eh nicht da liegen. Ja? Er ist ja in Ihrem Herzen. Und er ist überall da, wo Sie sind. Ja? Aber ja, er liegt nicht da. Ne? Also er sagt nur, Mama, du brauchst keine Schuldgefühle zu haben. Aber er hat Sie noch ganz deutlich gespürt, auch wie Sie bei ihm waren, auch im Krankenhaus. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von Ihnen. Also ich bedanke mich jetzt, dass Sie hier waren, auch in der geistigen Welt. Das können Sie auch tun, sich verabschieden, leise. Sie hören Sie, wenn Sie mit denen sprechen. Ja. Die kommen wieder, ja. Also auf alle Fälle. Und sind, wie gesagt, auch sehr oft da. Ne? Was können Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Das würde mich jetzt interessieren. Sie jetzt für das allgemeine Wohl, für jeden. Ja, im Grunde genommen das, was ich ja eigentlich auch gesagt habe, dass es um Liebe geht, ne? Dass es also ganz wichtig ist und dass ich allen sagen möchte, die jetzt gerade trauern, dass sie nicht allzu traurig sein sollen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Davon bin ich überzeugt. Frau Pahl, was sagen Sie eigentlich zum wissenschaftlichen Bereich? Ja, wie ich schon erwähnte, bin ich ja dem wissenschaftlichen Bereich sehr offen. Und man weiß ja, die klassische Wissenschaft postuliert ja auch schon mehrere Universen. Und wissen Sie, was heute vielleicht noch unmöglich erscheint, kann morgen ja schon Realität sein. Ja, das ist jetzt sehr interessant, ja, weil gerade, dass das jetzt so akzeptiert oder angenommen wird, weil das ist ja eine Thematik, die wird oft ins Abseits gedrängt, ja. Wobei die Wissenschaft mittlerweile ja doch auch mehr wissen möchte, was ich gut finde. Ja, ja, dass und sie wer forscht. Vielleicht auch mit Ihnen zusammenarbeiten wird, das wäre natürlich der... Super Weg. Das finde ich ganz toll und spannend. Dieses Miteinander in allen Bereichen, Natur, Umwelt, Wissenschaft,
ja, Übersinnliches, genau, dass man das wieder zu eins vereint. Ja, so das fände ich auch, ich das wäre wunderbar. Das wäre also der Weg, ja. Genau. Ja, und wenn ich zu Ihnen komme, das liegt mir auch noch am Herzen, muss ich da Angst haben oder haben Ihre Kunden Angst, zu Ihnen zu kommen? Ja, können Sie mir da was drüber sagen? Ja, in der Tat. Also es gibt viele Kunden, die Angst haben. Ich kann nur sagen, bitte, bitte keine Angst haben. Es passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, Sie sind hinterher befreit, gerade nach dem Jenseitskontakt. Auch beim Hellsehen, klar. Ja, also bitte keine Angst haben. Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Weil ich sehe das jetzt so, es kann mich ja nur auf den Weg des anderen führen. Natürlich. Des Ungewissen. Das ist ja immer eine Angst bei den Menschen, die ich feststelle im Kopf. Aber wenn ich mich da befreie und bei Ihnen eine Antwort erhalte, welchen Weg oder wie ich meine Richtung ändern könnte aus meinen Gefühlen raus, dann ist es doch eher eine Befreiung. Definitiv. Es ist eine Befreiung. Und das sagen mir ja auch die Kunden hinterher. Frau Pahl, es geht mir viel besser. Und jetzt kann ich ganz anders mit der Situation umgehen. Oder in der Partnerschaft mit der Situation besser umgehen. Ja, Partnerschaft ist natürlich ein großes Thema. Natürlich. Wie ich so sehe, weil da... Da hakt es ja sehr oft. Oder? Ja, sicher. Und ich meine, sehen Sie, wie viele Singles es gibt. Ja? Und jeder möchte ja im Grunde genommen schon den richtigen Partner finden, ja, oder die richtige Partnerin. Und ich meine, gerade da auch Blockaden zu lösen. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich jetzt wirklich aufgearbeitet, dass ich sofort meinen Traumprinz finde. Mhm. Ja? Aber dennoch ganz anders auch auf den Menschen zugehen kann, ja? Verstehen kann, nachfühlen kann. Mhm. Ja. Ja, weil manche haben ja diese Art Wunschvorstellung. Das sehe ich ganz oft in meinem Bekanntenkreis. Also ich hätte gern den Mann, der muss so und so aussehen und das und das haben. Das sind ja, wie agieren Sie da? Ja, es gibt keinen Prinz und es gibt keine Prinzessin, vorerst mal. Ja. Und das nächste ist, dass ich den ja nicht herbeizaubern kann. Mhm. Ja, Sie haben vorhin die Schnittpunkte angesprochen. Ja. Es gibt bestimmte Schnittpunkte, das kann ich schon sagen, ob jemand alleine bleibt oder ob sie eine Partnerschaft eingehen werden. Mhm. Aber that's it. Okay. Ja, also ich kann nicht sagen, so, der heißt jetzt Peter und der wohnt da und da und dann... Ist, ja, ja, das wäre ja auch eine Art Eingriff. Richtig, richtig. Ja, und vor allen Dingen weil soll es ja gar nicht... Weil ich bin ja vorbestimmt. Genau. Ich bin ja jetzt nur noch kopfmäßig fixiert auf den Peter, der aus da und da kommt. Genau, und das soll ja gar nicht sein. Ja. Weil Sie sollen ja frei entscheiden. Genau. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie lernen einen dunkelhaarigen Mann kennen, der getrennt lebt und der zwei Kinder hat, geschieden ist, wie auch immer. Ja, das, ja, das gibt... Wie viele Millionen Männer gibt es dunkelhaarig, die getrennt sind, die Kinder haben? Ja, ja, nee, also das ist... Schwachsinn. Ja, und deswegen sehe ich das bei Ihnen gerade als sehr seriös an. Ja, Sie leiten die Menschen für mich jetzt, wie ich das bei Ihnen jetzt hier im Interview rausbekommen habe, an verschiedene Punkte heran. Ob Sie die gehen, das ist Ihre Entscheidung. Sie erlassen die Entscheidung bei Ihren Kunden. Ganz genau. Und so soll es auch sein. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja. Aber was können Sie jetzt unseren Zuschauern so noch mit auf den Weg geben, sag ich mal? Ja. Also was ganz wichtig ist, ist, dass Sie auch auf Ihren Bauch hören, auf Ihre Intuition, auf Ihre Emotion. Wenn wir alle mehr danach gehen würden, dann würden wir sehr viel weniger Fehlentscheidungen treffen. Ganz klar. Also ich mit einbezogen. Ja? Also wenn Sie so dieses erste Gefühl, macht das nicht oder macht das, das ist immer das Richtige. Ja. Ja? Und auch mal aus sich rauszugehen. Ja? Etwas zu tun, was ist ein Mensch, komm, mache ich jetzt. Ja, meiner Seele was Gutes tun. Ja, da lassen sich ja viele wieder durch Außen, durch Meinungsmache, sag ich mal, oder Prägung oder im Umfeld wieder ableiten. Eigentlich von ihrem Bauchgefühl. Ich sage jetzt einfach mal krass. Das ist richtig. Das Bauchgefühl. Das ist richtig. Weil das ist eigentlich der Weg, oder? Nur. Es kann nur der Weg sein. Und der Weg führt auch dann zur Liebe. Ja, ich meine, gucken Sie über die Medien schon, was da gemacht wird von außen her. Ja, schön sein, schlank sein, dieses, jenes, Druck, Arbeitswelt, Finanzen. Kinder, ich sehe das bei Kindern ganz, ganz extrem, dieser Leistungsdruck. Genau. Also ohne Gymnasium in der Schule ist das Kind nichts wert. Genau, richtig. Ganz schlimm. Ja, sehe ich auch so. Ganz schlimm, ja. Ja, da sind ja die Kinder absolut unter Druck und wie auch die Eltern unter Druck, die erzeugen sich noch mehr Druck. Natürlich. Ja,
Und die Kreativität bleibt auf der Strecke. Das ist das Schlimme, ja? Die wird aberzogen. Ich meine, ja, also deshalb sage ich auch immer, gehen Sie doch mal ein bisschen nach Ihrem Bauchgefühl. Gucken Sie doch mal, was Ihnen gut tut, ja? Ja. Was Ihrer Seele gut tut, was sie braucht. Ja, auch wenn es für andere vielleicht abstrakt erscheinen mag. Mag sein, ja. Wie ich mich kleide, wie ich mich benehme. Genau. Aber mir bekommt es. Ganz genau. Ja, ich fühle mich damit gut. Ich kann damit Energie rübergeben und strahle auf was ganz anderes Absolut. Aus. Da ist jetzt noch eine Frage von mir. Was ich ausstrahle, kommt auf mich zurück, wurde mir mal gesagt. So ist es auch. Ja. Ursache, Wirkung, Resonanz. Sehr gut. So ist es. Klasse. Was ich ausstrahle, kommt zurück. Mhm. Also gehe ich positiv an eine Sache, ernte ich das positiv. Natürlich, auf alle Fälle. Ich meine, natürlich ist es manchmal im Leben sehr schwierig, wenn Sie in bestimmten Situationen sind. Wir reden da jetzt und klar, wenn Sie... ganz viel Schicksalsschläge hatten, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie, das ist nicht leicht. Ja, aber es kommen ja Zeichen. Eben, und das wollte ich gerade sagen. Es ist wichtig, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Stärke innerlich zu fühlen, dieses Nicht-Aufgebens, zu sagen, und es geht, und ich schaffe das. Ja. Und damit ziehen Sie das an. Absolut. Super, klasse. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben jetzt viele gute Dinge mit auf den Weg bekommen. Und kommen vielleicht zu mir. Ja, und besuchen eins ihrer Seminare. Gerne. Oder haben auch jetzt die Hemmschwelle überwunden oder überwinden sie, um einmal diesen Schritt zu warten. Brecht aus. Ja. Geht mal über diese Schiene rüber und versucht es einfach. Es kann nur besser werden. Ganz genau, ich freue mich. Ich bedanke mich ganz, ganz Dankeschön, herzlich für die vielen schönen Informationen. Und das Freie, was Sie den Zuschauern geben können. Die Freiheit. Dankeschön.